Ja, willkommen zurück zu Alan Wake. Jetzt hatten wir gerade einen Autounfall, nachdem wir aus der Klinik abgehauen sind. Und Barry ist jetzt weg und wie ich in der letzten Folge schon meinte, wir sparen uns alles auf und dann Barry! Ist plötzlich die Waffe weg. Barry! Oh, man, you're okay! Jesus, good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine! Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch! There's no way you can climb down though! It's like a sheer wall! Das ist eh so geil. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Al! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Bitte, Barry, du musst überleben. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Okay, Al geht auf. Barry geht auch schon mal vor. Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Ja, das fand ich auch so witzig schon in der letzten Folge, wie sie dann im Auto sitzen und irgendwie er noch das Cutout von mir mitgenommen hat, nachdem irgendwie alles von Schatten besessen wurde. Ja, stimmt, ich habe ihm davor schon gesagt, das soll gehen, ne? Na, das wahrscheinlich mitgenommen. Hey, ein Kletterbaum. Ich glaube, ich werde dich angegriffen. Ich will hier doch klettern. Das ist so unfair. Ja, ich weiß nicht, soll ich hier lang? Oder laufe ich gerade in eines. Oh, lass mich doch vorbei. Das ist wirklich meine Stripseite, oder? Ah, hinter uns sind böse Leute. Jetzt haben wir die Seite vielleicht vergessen. Stört mich immer. The car at the Anderson Farm. Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Okay, where's Walter? Alter, was Schubkarte. Ich fühle mich gerade irgendwie immer wie bei der Kurzgeschichte oder wie man das sagt, von von Marco Weckling. Irgendwie wäre es Gabi oder so, glaube ich, heißt. Wo er dann immer keine Ahnung hat, was eigentlich abgeht. Okay, wo komme ich her? Wo muss ich hin? Die wichtigen Fragen. Aber ein bisschen treffen lassen, ein bisschen weiterlaufen. Ah, die scheiß wer steht hier bitte mitten in den Wald gefriert? True. Boah, ist das nervig. Leute, oh, jetzt bin ich echt fast tot. Lassen. Agent Nightingale stared at the passed out rider.
The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Ja, der will uns umbringen, weil er wahrscheinlich auch so Zeiten gefunden hat, wo er stirbt. Deswegen wollte er uns dann töten, dass das nicht mehr eintritt, aber bringt es dann doch nicht übers Herz. Also vielleicht ist er doch nicht so ein Arschloch. Nur ein bisschen. Weil er uns davor umbringen wollte und auch irgendwelche Zivilisten abballern. Müsste was drehen, oder? Und wir machen eine Drehung. Los Leute, yay! We did it! So, jetzt will ich aber noch dahinter laufen. Schauen, ob da hinten noch was versteckt ist. Alter, ist das dunkel. Wenn wir da nicht rausklettern und dann sind wir aus dem Spiel entkommen. Nun gut, gehen wir halt doch normal weiter. Ich kann das Bewegung in den Wäldern erkennen. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ah, die Taschenlampe. Trust no one in the dark. Nicht mal Barry. Nicht mal dieser Schrift. Boah, wenn da jetzt dann irgendwann mal so Pfeile kommen, die mich irgendwo hinlocken und dann ist es irgendwie so ein Hinterhalt. Wäre auch voll böse, vor allem wenn davor halt noch irgendwie sowas dran steht mit Trust no one. Oh nein, ich glaube ich... Geh da mal schneller durch. Irgendwie sind mir da die Thermoskannen nicht wichtig genug. Ey! Okay. Das wird nichts, Leute. Ach, scheiße. Irgendwie habe ich gehofft, ich schaffe das. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Okay, ich renne da jetzt einfach hin und schaffe es diesmal, den anzumachen. Genau, und jetzt nur noch richtig klicken. Alter, komm. Oh, das ist jetzt unfair. Ich fühle mich betrogen. Hatte den doch schon an. Woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Jedes Mal wenn ich einfach vorbei. Hey. Hier einer gleich neben mir. Der Böse. Bin wieder außer Atem. Was kannst du eigentlich, Wake? Generator war echt auch voll die Falle. Darum hat er eigentlich alle seine Pistolen verloren. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ah, ist das der Walter, oder? Dann weiß ich doch, dass das der ist, weil ich die Dingens gefunden habe. Oh, eine Hochleistungstaschenlampe. Aber immer noch keine Waffe. Ist traurig. Ah, oh,
erstmal hinhocken, ein Bier trinken. Ich trinke zwar jetzt nicht unbedingt Bier, aber weiß nicht, in so einer Situation würde ich sogar Bier trinken. Oder einfach austicken. Bei Panik schieben. The car was headed for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Den Schaden? Ich hätte echt auch gar kein Vertrauen in Barry. Nur weil er verplant ist, immer Schmarrn labert und so. Ein guter Freund. Oh, das Licht. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Aber warum hat das Licht? I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Aber warum hat es die Seiten? The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Ja, ist die Frage, können wir die Geschichte ändern? Ich hätte jetzt irgendwie halt auch einfach gesagt, ja, schreib halt einfach, Darkness ist tot. Gibt keine Darkness mehr. Alice ist wieder da. Also ich denke mal, so weit kann er das schon noch schreiben. Wenn das auch wahr wird, dann wäre alles gut. Die Frage ist nur, wenn er das schreibt, tut die Darkness das ja, glaube ich, in die Wahrheit umsetzen. Oh, das ist keine Hütte. War das meine Hütte? Alter, nein. Okay, jetzt erstmal mit der Manuskriptseite lesen, aber bitte im Licht. Hier schön zurück. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Okay, so das Blood on their hands ist gemeint, dass sie schon mal gegen die gekämpft haben. Also, dass sie da sich auskennen. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. The taken are filled with darkness. Jo. Weil wir bringen ja da angeblich anscheinend wirklich die Leute um. Das sind ja nicht nur Schattenkreaturen, sondern das sind übernommene Menschen, die sich dann aber in Luft auflösen. Also ein bisschen komisch ist schon. Kostet wahrscheinlich zu viel CPU, wenn da Leichen rumliegen würden. Oder es wäre dann nicht mehr jugendfrei. Da wäre ich fast in die Falle gelaufen. Was, das kann ich nicht aufmachen. Okay, dann schauen wir mal hier unten nochmal. Aber ich glaube, hier ist auch nichts. Hier kam nur der Taken raus. Ja. Okay, Leute. Dann müssen wir jetzt mal da weiter zu diesem Auto. Oder der Hütte oder whatever. Ich denke mal, das sind Pages und dann sind es nur so verfallen. Dem Weg folgen. Können wir wahrscheinlich auch nicht hochklettern. Oh nein, und da hören wir schon wieder die Darkness. Da wird schon so viele Schüsse. Ah da. Wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Ja.
noch 7 Schuss, das ist echt nicht so viel. Schade, dass ich die nicht in die Fallen werfen kann. Approach ist jetzt mal ein bisschen näher. Nicht so wie die letzten Male, dass ich dann immer 20 Batterien, 1000 Schuss habe oder so. Ich laufe hier einfach da rein. Komm. Da können die nämlich nicht hinterher. Die droppen ja nichts, deswegen lohnt sich da auch immer gar nicht. Hier drin sind auf jeden Fall schon mal Batterien. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? What is? No! Don't! I'm sorry! Okay. Klang eigentlich halt wie ein normales Gespräch zwischen zwei Brüdern oder so. Links oder rechts? Anscheinend rechts. Ja, die Tür können wir nicht aufbrechen. Okay, ein zerstörtes Bett. Doppelbett? I know you. You were in jail the other day. To the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Best friend. Crap. Anyway. Warum sind hier überhaupt 4 Betten? Oh, und der ist jetzt tot. Oh, das ist doof. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes. Cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Okay. Ja, gute Idee von ihm, sich selbst reinzuschreiben anscheinend. Und dass wir mal fast sterben, alles nur Part der Geschichte. Deswegen, können wir machen, was wir wollen. Wir sterben eh nicht. Ist ziemlich easy. Wir haben jetzt einfach das Auto freigeschalten. Und das ist einfach eine Ferienhütte, wo der dann zufälligerweise hingekommen ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Und deswegen... Oh, what the fuck? So, jetzt wahrscheinlich sein Freund. Ja. Oh, Clipping. Der Busch von draußen.
front door was locked. Okay. Oh, es gibt ein Fenster. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Hm. Ist das da hinten? Auch Teil der Farm oder so ein Aussichtspunkt oder sowas? Ach, hier ist eine Seite. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Okay, also ich denke mal, das ist wirklich der Entführer. Also der, der mit so getan hat, als wäre der Entführer. Aber eigentlich war das dann Hartman. Hier haben wir auch nichts mehr. Dann fahren wir mal los mit dem Auto. Ich wieder Schlüssel drin, Licht an, was man üblicherweise macht. Ah, nochmal ein Geheimversteck. Reh mit Blut, das ist schon irgendwie Kadaver, Fisch oder so. Eine Jägerhütte. Aber das Reh schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich auch von innen hier reingekommen? Nee, da war es abgesperrt. Okay. Haben wir ja alles richtig gemacht, so wie immer. Wenn wir das perfekt spielen, dieses Spiel. Sterben nicht, finden alles. Bin ich totale Plebs. War das am Plumpsklo? Und dann aus. Wir können nicht aufs Klo gehen. Das Spiel will nicht, dass wir aufs Klo gehen. Okay. Kacken wir uns halt in die Hose. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Ja, aber er kann doch nicht Barry irgendwie töten. Weil wenn er selber die Geschichte schreibt, denk mal, dann wird Barry nicht sterben. Wenn Barry stirbt, dann bin ich sauer auf Ellen. Aber auf den Schreiber Ellen, nicht auf den Ellen, den wir spielen. Ach, jetzt kommen wir noch zu diesem Turm. Okay, dann fahren wir da mal hoch. Hab ich jetzt auch noch was? Okay. Diese super harten Briefkästen. Ist unten rein betoniert. Eine fette Eisenstange. Irgendwie glaube ich, das ist eine Trap. Oder auch nicht. Oh, Blendgranaten auch wieder. Die haben ja auch Schaden gemacht, glaube ich. Ja, so ähnlich wie die Flare Gun. Noch irgendwas? Noch ein Bett. Das war's. Sind wir auch nicht raus? Nee. Okay, wo geht's hier raus? Ich hab mich selbst eingesperrt. Oh Gott. Hier? Ah ja. Hier gibt es auch ein anderes Auto. Das ist voll. Kann ich da rein? Nehmen wir mal das andere Auto. Schaut cooler aus. Irgendwie mehr Licht. Aber ich glaube, der hier ist am besten. Hat wahrscheinlich Allrad, Antrieb, wird viel Licht. Und genau das, was man braucht, wenn man Schattenmonster töten will. Aber vielleicht ist oben wieder ein Radio. Radio haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gehört. Habe ich schon auch wieder voll Bock drauf. Boah, ich weiß ja echt nicht, was besser ist. Jagdgewehr? Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here.
The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning, at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Maine on KBF FM. Hoping you're all safe and warm tonight. Oh, wer ist das denn, die Frau? Und wie klingt die Musik jetzt auch nicht so, als wäre die... würde die Leute beruhigen, wenn die Angst haben nachts. Aber nun gut. Gab es nicht auch immer so Aussichtsteile? Aber ich glaube an dem nicht. Also so Fernrohr. Oh, da geht es gleich wieder los. Aber da können wir mal die Schrotflinte oder das Jagdgewehr jetzt ausprobieren. Ach, die macht die Großen auf einmal platt. Das ist schon gut. Und der verschiebt das Auto. Oh, sein Fuß stimmt ja nicht. Okay, ist nicht wie in der AWP. Na gut, Leute, dann sind wir den Leuchtturm fertig, fahren jetzt zu Barry. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Ciao.